Krankheitsanfälle hatten dem Schriftsteller Wolfgang Borchert an der Front die Qualifikation dienstuntauglich eingebracht. Am Vorabend seiner Entlassung parodierte er jedoch in der Mannschaftsstube seiner Kaserne den hinkenden Lügenminister Goebbels. Man denunzierte ihn und statt aus dem Militärdienst entlassen zu werden, landete der Schriftsteller in Berliner Untersuchungshaft. Borchert kommentierte diesen Schicksalsschlag: Die Wahrheit ließ mich ins Gefängnis hinken. Was jetzt kommt, werden nur noch Lügen sein.